Unart TV befindet sich gerade in Köln im Best Western Hotel und hat wieder zwei sehr spezielle Gäste vor die Kamera bekommen, beziehungsweise ja, ein großes Stück Musikgeschichte, Robert und Gabi von DAF. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, das sage ich auch noch schon mal im Voraus. Gerne. Ich freue mich sehr, dass ihr hier mit mir zusammen sitzen könnt. Ja, großes Stück Musikgeschichte habt ihr seit 1978 eigentlich mitgeschrieben. Ja, ja, seid Pioniere, Elektropunk, IBM, habt ja viele Modewellen und auch Einflüsse erlebt seit dieser Zeit. Was ist, ich sag mal, ihr NDW, englische Popwelle, New Wave etc., da seid ihr ja mit Kinder der ersten Stunde so gewesen. Was ist euch so richtig heftig in Erinnerung geblieben von damals, wenn ihr jetzt einfach den Vorhang mal fallen lasst? Von damals, das Erinnerung? Ach, viele, viele Erinnerungen. Viele. Ja, diese Spontanität. Aber, jetzt? Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall die Grundideen des Punks. Ja. Also, und zwar weniger die musikalischen Grundideen, als die Attitude-Ideen, dass man eben nicht unbedingt eine dicke Plattenfirma braucht, dass man einfach selber ein Label macht, dass man nicht unbedingt jahrelang Musik studiert haben muss und einfach drei Akkorde lernt und was macht, dass man einfach was macht, dass man ohne Rücksicht auf Verluste und ohne sich irgendwo Erlaubnis zu holen einfach das macht, was man will. Und vor allem was Neues. Ja, genau. Das war auch ganz wichtig. Das Alte weg. Das war ja damals irgendwie auch die Ansage, das Alte muss weg, es muss was Neues kommen. Ja. Das war auch wichtig. Dieser, also dieser Kick, dieser Innovation, hat sich das verselbstständigt? Oder ich meine, ich stelle mir das so richtig strange vor, DAF. Ich selber bin auch Kind der 80er Jahre und bin mit den ersten Songs sofort von euch in Berührung gekommen. Da habe ich gesagt, das ist so crazy. Was ist da passiert in dem Moment? Es war eine Aufbruchszeit. Es war eine Aufbruchszeit und wir hatten... Es hat ja auch alles total Spaß gemacht. Ja. Viele, du konntest alles machen. Ungewöhnliche Ideen. Und es war auch eine Zeit, sag ich mal, wo die Leute auch wollten, die wollten auch etwas Neues. Ja. Die wollten ungewöhnliche Sachen hören. Man hatte Lust, die Hörgewohnheiten und insgesamt Gewohnheiten aufzubrechen und zu verändern. Mhm. War das auch in eurem Umfeld und generell so eine... Genau, das ganze Umfeld war auch so. Zum Beispiel in Düsseldorf die Kunstakademie, die war auch so mit dabei in der ganzen Szene. Kunst hat sich ja damals auch was getan, so mit den jungen Wilden, wie die hießen damals und so. Ja. Und so ein Rattinger Hof zum Beispiel war auch Boys sehr oft und auch viele auch von der Kunstakademie. Ja. Und wir, hat sich alles gemischt. Die Künstler waren die ersten außerhalb der Punk-Szene oder der Musik-Szene, die sich überhaupt für Punk interessierten, muss man sagen. Mhm. Aber es war allgemein, es war allgemeine Aufbruchsstimmung. So die 70er waren vorbei, dieser ganze Ballastrock, aber es galt auch für andere Bereiche, es galt genauso für die Börse. Es war alles vorbei und plötzlich wollte man was Neues. Mhm. Genau, die ganzen, damals kamen ja auch diese ganzen, diese kleinen Magazine. Die Fanzines. Die Fanzines. Ja, so, ja. Das war ja so eine Hochzeit dieser kleinen Fanzines. Ja, die kamen da so richtig ins Spiel. Ja, und die wollten alle ganz neuen Stoff. Mhm. Dafür sind die Fanzines dann gekommen. Ja, die sind ja. Ganz sind neue Stories und klar natürlich erstmal in kleinen Fanzines. Weil es waren ja nicht die Stories der großen Magazine damals. Nein, richtig. Die waren ja auch noch so in so einem Stil, teilweise wie eine Schülerzeitung. Teilweise. Genau, eine Schülerzeitung. Ja, das war aber alles neu an. Aber da gab es auch gleichzeitig halt den Wunsch, man wollte halt nicht Musik Express lesen, aber wollte was anderes lesen. Mhm. Es gab allgemein den Wunsch, sich anders zu kleiden, andere Sachen zu machen. Ja. Da komme ich dann direkt zu der nächsten Frage, um auch instrumental da mal drauf einzugehen. Robert, du hast damals in Klassik und Jazz ausgebildet. Gabi, du wirst als Autodidakt beschrieben, kann man so sagen. Was hat euch dazu bewegt, also das absolut konträr zu dem eigentlich, was ihr so vorher, womit du dich auch beschäftigt hast, zu basteln und vor allen Dingen diese Experimentierfreudigkeit und instrumententechnisch. Ich sag mal, heute hast du ja sehr viel Elektronik durch PCs, du hast ja ganz andere Möglichkeiten. Damals war ja, was Instrumente betrifft, war das ja noch ganz minimal. Ja klar, das haben wir damals teilweise auch noch mit Spielzeug gespielt. Ja, ich glaube mit dem Stylophon. Ja. Also wir haben dann nach neuen Möglichkeiten gesucht. Ja.
Wir müssen sagen, diese Suche, es war ja auch die Anfangs, also wenn man wirklich ganz an den Anfangspunkt zurückgeht, da waren viele auf der Suche. Ja. Und im Grunde genommen haben wir auch sogar auf neues Instrumentarium gewartet. Ja. Wir wussten zwar schon, dass es diese Synthes gibt, ja. Mhm. Also Kraftwerk hat ja schon mehr oder weniger diese teuren, also die etwas älteren Synth-Bands, oder was weiß ich, Tension Dreams gab es. Und die hatten halt alles sehr teures Equipment, ja. Mhm. Viel Kohle involviert. Hunderttausende von Mark. Das war ja diese Möglichkeit hatten wir, also die hatten wir nicht. Wir waren ja eher dann doch die Punks, ja. Das ist ein bisschen einfacher alles, ja. Aber wir haben im Grunde genommen trotzdem auch, wir wollten auch elektronisch, ja. Wir haben auch so nach Spielzeug gesucht. Ja. Und dann sind uns die Japaner ziemlich zügig, auch Ende der 70er sind uns die entgegengekommen mit diesen Quarks. So ging es dann los. Das waren die ersten Synthesizer, die man sich leisten konnte. Und wir waren bei den ersten Kunden, also mit dem ersten Shipment von Japan. Da sind das Bestellung von uns mit dabei. Hatten wir unsere Bestellung auch schon aufgegeben. Ja. Ja. Und vorher hat man halt probiert, andere Sachen zu benutzen, weil wir nicht mir hat ja zum Beispiel Punk sehr gefallen, die Energie, die Attitude, aber dass man im Prinzip alte Musik spielt, nämlich Rock'n'Roll, auch noch mit alten Instrumenten, mit Gitarre, und das hat mir nicht gefallen. Das war auch nie unser Ding, Gitarren wollten wir nicht. So was Frisches, Neues, dann benutzt man doch das, was die Väter schon benutzt haben. Mhm. Also wir waren auch generell auf der Suche nach was ganz Neuem. Und da waren sogar Spielzeugliebler. Ich fand sogar einmal gut, da trat irgendwie eine Band auf, irgendwie mit Joghurtbechern. Ja, ja. Das war witzig. Das fand ich besser als eine Punkband mit Gitarren. Mhm. War auf alle Fälle origineller. Ja. Ja. Großartig. Ja, wie gesagt, heute nicht mehr vorstellbar. Heute ist sehr vieles, was du halt emulieren kannst mit irgendwelchen Dingen und so weiter. Ihr musstet euch ja wirklich mit diesen Instrumenten auch mal auseinandersetzen. Ja. Von der Pike auch. Genau, das war ganz neu. Bevor es Sequencer gab zum Beispiel, ja, oder? Hatten wir zum Beispiel Bänderloops gemacht, also einfach so ein Stück Musik geschnitten und dann als eigenen Loop, aber als Band. Ja. Dann ging das durch das ganze Studio, über die Mikrofonständer wurden als Rollen benutzt und dann lief das halt dann so, was man heute halt mit einem Sequencer macht oder mit einem Loop. Oder ja, so. Manchmal war im Eck ein ganzer Berg vom Bandsalat, dann mussten wir aus diesem Salat wieder einen Loop suchen. Das war echt lustig. Wir mussten den ganzen Ding wieder durchspulen durchs Tonband sozusagen. Ja. Und dann kamen diese 5 Meter, die wir genau brauchten. Die 5 Meter, das ist gut. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Wurde zusammengehängt und dann wurde das als Loop dann. Und das, das ist ja auch immer eine Wir haben viel antizipiert. Sachen, die erst später entwickelt wurden, haben wir eigentlich schon benutzt. Ja. Oder hätten wir die gehabt, hätten wir die da schon benutzt und mussten das anders machen. Es gab keine Sampler, die einen Loop, also haben wir aus Bändern Loops gemacht. Ja. Deswegen, was ich immer denke, ist, dass die Idee immer wichtiger ist als das Material, was dir zur Verfügung steht. Wenn du eine gute Idee hast, kannst du die im Prinzip hiermit realisieren. Ja? Ja. Auf die Idee kommt es an. Also habt ihr euch im Endeffekt auch während der Arbeit noch zusätzlich davon inspirieren lassen, von dem, was noch dazugekommen ist. Ja. Mhm. Ihr hattet die Beginnerzeit, klar, 78, dann wie war das eigentlich mit den Labels damals? Sind die auf euch zugekommen? Oder die erste VÖ war, glaube ich, auf Warning Records? Ja, das war total eigen. Das war eine eigene Geschichte. Genau. Die Labels sind noch gar nicht gekommen. Und da waren dann noch die alten Labelstrukturen und die alten Labels, die haben wir, muss man wirklich sagen, das hat schon eine Zeit lang gedauert. Die haben alle also auch wirklich doof geguckt, teilweise an die Labels. Und haben auch, muss man ganz ehrlich zu sagen, also die meisten Labels haben damals gesagt, das was wir gemacht haben und die neuen Bands damals, die so hochkamen, ja, die haben gesagt, das ist nix, das geht nicht. Ich erinnere mich noch bei der Die haben auch gedacht, wahrscheinlich ist das nur eine kurze, komische, strange Phase, ja, und das kann nicht sein, das ist keine Musik, haben die auch gesagt. Die EMI hier in Köln speziell, die haben gesagt, das ist keine Musik. Das ist gar keine Musik. Haben zum Glück noch auch die das sind irgendwelche gewesen. Geräusche, das ist keine Musik. Ja. Das ist gar keine Musik. Okay. Und damals war das so, deshalb noch nicht. Labels gab es das so gar nicht. Und auch an Auftrittsmöglichkeiten gab es eigentlich nur den Rattinger Hof, ab und zu in Hamburg, die Markhalle und das SO36 in Berlin. Das waren Pop-Lizzing, also das waren auch drei. Deswegen mussten wir weg, deswegen mussten wir nach England. Weil da lief das schon mehr. Da war der Punk schon länger da. Ja,
Deswegen, ja. Da wollte ich gerade drauf kommen, Virgin Records. Ich meine, die haben ja dieses Wunder dann mit Mike Oldfield damals erlebt. Der ist ja auch überall, der hat sich ja auch die Finger wund gespielt. Ja. Ganz jungen Jahren hat überall versucht, seine Bänder unterzukriegen. Und alle haben gesagt, was ist das? Das ist so bekloppt. Wer will denn 30 Minuten oder 20 Minuten nur instrumental hören? Und Virgin Records ist ja Erstling gewesen davon und ist damit durch die Decke gebrochen. Ja. Ist es deswegen vielleicht auch der Grund, dass Virgin da mit euch sofort was gemacht hat? Ich war nicht sofort. Zuerst war bei Mute erstmal. Ich bin ja nach England gegangen. Ja, Mute, ja. Haben da im Cargo Studio Sachen aufgenommen in Manchester und dann kam Mute und nach Mute sind wir dann zu Virgin. Ja. Da Virgin war damals schon so drauf, weil die hatten da auch die Sex Pistols, haben schon versucht neue Sachen. Mhm. Die haben da schon was gesehen. Ja. Das war auch gut. Okay, es gab zwar Stimmen irgendwie, die haben gedacht, wir gehen jetzt zu den Majors, weil Virgin war ja relativ groß. Ja. Aber die Wahrheit war wirklich, dass Virgin uns also erstens machen hat lassen, was wir wollen, ja. Und die haben auch gesehen, also die haben gesehen, dass das ist, was wir machen, dass das was ist. Mhm. Und das war für uns auch schon sehr wichtig, dass ein Label das überhaupt sieht. Ja. Mhm. Und das war dann für uns kein Argument, ob Alternative Label oder Major Label, die waren einfach cool drauf, also für uns damals. Die haben das gesehen und haben gedacht, und haben auch gesagt, das machen wir. Ja. Sie auch, zum Beispiel, wir haben sich nie in unsere Sachen eingemischt. Sowas. Ich habe bei uns ganz wichtig, dass wir immer Full Artistic Control, wie das so heißt, dass wir immer alles bestimmen und machen können, was wir wollen. Ja. So was anderes kommt ja für uns nicht in Frage. Und das haben damals speziell etablierte Plattenfirmen ja gar nicht gekannt. Mhm. Ich dachte, da muss man direkt einen Künstlerberater noch dazu stellen. Also genau das ist jetzt auch der nächste Bereich, den ich ansprechen wollte bei euch. Ich habe, ihr habt mal ein sehr, sehr schönes Interview mit der Lucy geführt. Ja. Zu Mira Luna 2008 war das. Ja. Und dieses Interview, da hatte ich nochmal viel lächeln müssen, wo ich das gelesen habe. Ich fand es einfach großartig. Da möchte ich nochmal darauf eingreifen, genau auf das, was du gerade auch gesagt hast, Gabi, dieses die Freiheit euch, dass ihr das seid, was ihr seid, aber euch nicht verbiegen wollt, auch mit Provokationen und mit konträren Sachen kokettiert. Das gibt doch, heute ist das normalerweise ja eigentlich für eine Band gar nicht mehr vorstellbar, weil heute bist du ja wirklich Sklave, wenn du irgendwo bei einem Major direkt reingehst. Ja, viele, also speziell mit diesen, wie man so sagt, 360-Grad-Verträgen und diese totale Buyout, wo die quasi das Ding kaufen und dann wird das so verändert, da werden die Leute nach Schottland geschickt oder nach da oder wo man gar nicht selbst bestimmt, das ist so und das kommt für uns überhaupt nicht in Frage, weil wir sind sehr radikale und frei. Freiheit ist, ich glaube, das Wichtigste im Leben sage ich auch, nicht nur für die Kunst, also es gilt für Leben wie für Kunst, ist doch die Freiheit, dass du machen kannst, was du willst und zwar immer. Man soll sich weder in der Kunst durch irgendwelche Labels noch, sag ich mal, im richtigen Leben durch Beziehung oder in irgendeiner Form verbiegen lassen oder dass man plötzlich etwas machen würde, was man eigentlich gar nicht machen will. Das ist ungesund. Ja, die Menschen verschwenden viel zu viel Zeit in den Dingen. Man soll auch gar nicht fragen, was ist verboten, was ist erlaubt, wie macht man das üblicherweise. Mhm. Das muss man lernen, das einfach zu vergessen, die Regeln zu vergessen, dann macht man wirklich das, was man will. Und wenn es dann verboten ist, dann wird schon einer kommen und sagen, das ist verboten. Ja? Aber man muss nicht von vornherein sagen, das geht nicht. Darf man hier rauchen? Nee, rauch erstmal und wenn das nicht geht, dann wird schon einer kommen und sagen, hey, ihr darf nicht geraucht werden. Okay. Und die meisten Menschen sind feige, das heißt, in 99% aller Fälle kommst du auch damit durch, weil keiner traut sich, dich anzusprechen. Okay. Du sitzt im Flugzeug und kokst und alle sehen das, was macht der denn da? Und keiner sagt aber was, die gucken nur blöd. Ja. Aber damit seid ihr ja hundertprozentig auch in vielen Bereichen angeeckt. Wenn ihr angeeckt seid, wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr das ausgestanden oder hat euch das teilweise vielleicht auch doch ein bisschen gekratzt? Ich habe immer. Es hat Spaß gemacht. Also ja, doch. Das macht Spaß eigentlich. Wenn was passiert, das Leben ist oft auch langweilig. Und wenn was passiert, ist das eigentlich immer ganz gut. Mhm. Ganz gut. Wir waren, eine unserer Lieblingsbeschäftigungen war schon immer, auch sich Sachen auszuhecken. Sich auszuhecken, wo wir im Kunden haben auch wussten, Aber das macht ja Spaß. Mhm. Wir fanden immer gut zu machen, wie schon gesagt, was wir wollen. Ja, und eigentlich immer auch ein bisschen so konträr. Also immer so, den Leuten etwas Konträres bieten. Das andere ist ja eh schon da.
Genau. Also sollst du dich auf die Seite werfen, die schon da ist. Ja. Also aus unserer Sicht auch dann gar keine Kunst mehr. Stimmt. Du bist ja dann nur Mitläufer von irgendwas oder so. Und das wäre jetzt auch schlimm mit so mit vielen Bands, die was weiß ich, bei irgendeiner Firma landen und dann von denen mehr oder weniger geformt werden und so. Also die bestimmen dann, wie das gemacht wird und so weiter. Es geht ja so weit teilweise. Weil einige Bands, die landen bei Plattenfirmen und da bringt die Plattenfirma sogar dann noch Leute mit in die Band, ja, rein, ohne denen die da zustimmen. Es muss jetzt so sein. Oder der Text, der geht jetzt nicht. Ja. Wir haben aber hier einen guten Textschreiber. Das geht ja gar nicht. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Dass man sowas macht. Also, dass man sich so sehr dann doch auf die Seite stellt, die es eh schon gibt, erstens, ja, und dann macht man dann einfach nur mit oder so. Also lieber konträr. Mit diesem Konträren und so weiter. Ich stelle daraus also fest, der erste Gedanke ist immer, wenn du jetzt konträr arbeitest und wenn du sagst, das ist mir eigentlich völlig egal, ich will das nicht, dann ist bei vielen anderen im Hinterkopf immer Geld. Was, wenn ich jetzt nicht funktioniere, dann ist die Kohle weg. Das ist für euch eigentlich nie ein Thema gewesen, hat euch gar nicht interessiert, weil. Ja, erstens ist das. Sollte man, ist falsch gedacht. Ja. Und auf der anderen Seite. Kann ich nur jeder Band empfehlen. Wenn ihr wirklich Geld machen wollt, dann macht etwas, was es nicht gibt. Nicht etwas, was es schon gibt. Wenn du jetzt etwas machst, was es schon gibt, da gibt es hunderte Bands. Das ist viel schwieriger, sich durchzusetzen. Ja. Es ist auch falsch gedacht, speziell wenn man Geld machen will, sollte man immer etwas machen, was es nicht gibt. Okay. Was neu ist, was frisch ist, was ungewöhnlich ist, dass man auffällt. Wenn so viele Leute denken, so wie die oder ungefähr so, ich will jetzt auch in den Hausbereich einsteigen und dann machen die einen Track, den gibt's schon und der muss auch konkurrieren mit tausend anderen, die genau gleich sind. Da sind die Chancen doch, dass man reich und berühmt wird, doch viel kleiner. Ja. Also, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom oder wie man das, ne? Ja. Aber also, es ist auch falsch, also es ist eine viel bessere, also auch kapitalistische Strategie, auf das Ungewöhnliche zu setzen. Selbstverständlich, das gilt für Kunst, aber auch für industrielle Produkte, für alles. Lieber etwas Neues erfinden und das vermarkten, das kommt als versuchen. Früher, später kommt das eh. Als selbst in der Industrie kommen die ungewöhnlichen Dinge oft wirklich später ganz groß. Ihr habt ja, ich sag mal, einige Auflösungen hinter euch, sowie die passenden Reunions immer. Das gehört auch zu unserem Konzert. Ja, das ist so wie wir drauf sind, gehört zu uns. Das ist. Irgendwo, also in den Zeiten der Auflösung habt ihr euch ja dann auch dementsprechend anderen Projekten gewidmet. Da ist jeder so seinen Weg gegangen. Hattet ihr in diesen Zeiten, wo ihr eure Projekte gemacht habt, Kontakt untereinander oder war einfach die Klappe zu und irgendwann ist dann, weiß ich nicht, Gabi oder Robert wieder gekommen und hat gesagt, du, hallo, wie sieht's denn aus? Wir hatten meistens Kontakt. Ja. Also nicht täglichen, aber doch ab und zu. Ab und zu mal telefoniert, also wir sind im Kontaktzimmer geblieben. Ja. Also auch wenn wir, es gab schon Zeiten, wo wir uns lange nicht gesehen haben. Ja. Solche Jahre gab es auch. Ja. Aber meistens so Kontakt gab es. Und der hat sich dann wieder verdichtet und dann haben wir uns wieder getroffen. Ja. Und meistens, wenn wir uns dann wieder getroffen haben, dann haben wir auch schon wieder gesagt, jetzt machen wir irgendwas. Das ist doch wieder so. Ja. Okay. Ja, aber ich frage, so der Hörer oder der Fan, der lebt ja in dieser Kunst, DAF, in dem Moment. Und wenn der jetzt heute ja nicht aufgelöst, das ist so ein bisschen auch so eine Band wie so eine Ehe, ne? Die man normalerweise hat. Ja, so stellt man sich das im Endeffekt vor. Die sind halt zusammen, das ist halt die Band jetzt und die haben ständig Kontakt zueinander. Und, wenn nein, aber bei uns ist anders. Das ist schon sehr frei. Wir sind halt so zwei Künstler, wenn wir uns dann begegnen, dann entsteht halt DAF. Und das ist ja auch, man soll sich auch nicht durch die eigenen Sachen, man muss ja sein eigener Herr sein und nicht sein eigener Sklave. Mhm. Ich kenne Bands, die haben eigentlich keinen Grund mehr zusammen zu sein. Ja. Und den würde ich auch empfehlen, macht mal eine Pause, löst euch mal auf, macht mal was anderes. Wir sind aber dann zusammen, weil die nächste Tour kommt nächstes Jahr und dann muss das neue Album. Und eigentlich ist da gar nicht mehr der Wunsch dann da. Ja. Das ist... Das kann Bands auf Dauer töten. Mhm. Und das ist auch manchmal viel besser. Wir haben uns sogar auch gestritten schon. Und ja, klar, ich glaube, das gehört auch dazu. Ja, klar gehört das. Das geht ja dann anders. Ja, klar gehört das. Ja, das denken dann auch die Leute, das ist wie so eine Ehe. Ja, nee, aber das ist normal. Ich meine, andere Bands streiten sich auch, aber die ziehen dann keine Konsequenz.
genau. Also daraus. Mhm. Wir sind nochmal wirklich so weit gegangen, haben eine Konsequenz gesammelt, jetzt machen wir auch wirklich, jetzt muss richtig Sturm her, jetzt machen wir Schluss, ja. Andere Sachen und so, also richtig gezofft, ja. Mhm. Aber auch gut. Mhm. Ja, auch klar. Gut. Also dadurch haben wir erst auch andere Dinge gemacht, ja, und die anderen Dinge waren auch gut. Mhm. Auch selbst Auszeiten sind auch gut. Ja. Ja. Also ist das alles wichtig. Ist ja auch ein Zugeständnis an den Charakter des anderen, immer in diesem Miteinander. Ja. Also irgendwie unter Zwang, vielleicht das Projekt aufrechtzuerhalten, dann irgendwie 20 Jahre durchgehend mit irgendwelchen Musikern zu arbeiten. Das stelle ich mir horrormäßig vor. Vorstellen. Zu durchgehen, weißt du, ohne Pause. Aber vielleicht gar nicht mal Musik, sondern einfach reisen willst. Vielleicht willst du da einfach mal nach Südamerika ein Jahr, nur so, ohne Musik. Oder du interessierst dich für ganz andere Sachen. Und das muss halt für alles Platz sein. Man muss wirklich immer im Leben das machen, was man machen will, was gerade auch anliegt. Sonst kann man sich auch nicht entwickeln und das ist ungesund, das weiß ich. Okay. Ich habe immer Magengeschwüre und keine Ahnung. Ja, das kann ich nur bestätigen. Robert, in den 80er Jahren, während einer Pausierung bzw. ja, Auflösung, ich glaube 86, hast du mit Annie Lennox zusammengearbeitet, wenn ich das richtig hier alles zusammen gelesen habe. Bei Lucy im Interview hast du das mal preisgegeben. Das ist euch bekannt eigentlich. Bitte? Das ist eigentlich bekannt. Doch. Ja. Okay. Wart auch zeitweise wohl ein Pärchen, wie du gesagt hattest. Hast du noch Kontakt zu Annie oder ist da auch alles so ganz... Nee, also als wir dann später also nicht mehr zusammen waren, auch das ist dann richtig auseinandergegangen. Ja. Und das ist ja schon eine Ewigkeit her. Ja. Sie hatte dann auch mit Familie und so Kinder und alles Mögliche. Ja. Und dann gab es, der Kontakt ist dann richtig weggegangen. Mhm. Okay. Kontakt ist da keiner mehr. Gabi, du hast mit Wotan Wilke Möhring Duff Doss als Seitenprojekt gehabt, Robert Duff Partei mit Thoralf Dietrich von Jäger 90. Geht es damit irgendwann nochmal weiter? Ist da. Da gibt es keine Pläne. Also, da ist einfach. Das waren so Interludes sozusagen. Mhm. Zwischenspiele. Die sich dann ergeben haben, wenn man was anderes macht. Ja. Ja, klar. Weil wenn du was anderes machst, triffst du. Also, wenn wir nicht an unserem Projekt, zum Beispiel mit DAF arbeiten, ja, und machst Solo-Sachen, ist egal, oder hast eine komplette Pause, da triffst du auch andere Leute und machst das. Und ja, wie ich dann den Thoralf dann zum Beispiel getroffen habe und so. Aber das war nicht. Ich kann mich erinnern, haben einige Leute gefragt, ob der Thoralf und ich zum Beispiel nicht mal ein Album machen und so. Aber da konnte ich jetzt nie zusagen oder sowas, weil das stand dann wirklich in den Sternen. Also das konnte man nicht sagen. Mhm. Das war einfach, das hat sich einfach ergeben, sozusagen. Okay. Also es steht auch noch weiter in den Sternen. Genau, diese Sachen stehen in den Sternen. Diese Sachen stehen in den Sternen, genau. Ja. Genau. Okay. Gut. Du bist DAF, letzte Single-Veröffentlichung von 2010. Das war ganz witzig. In dem Moment, wo ich als erstes dieses Du bist DAF gelesen habe, habe ich ironischerweise das so ein bisschen als Persiflage, nur namentlich erstmal, auf Du bist Deutschland im Kopf gehabt. Ich weiß nicht, was mich durchzuckt ist, aber das habe ich nie, nie verloren irgendwie. Was ist Du bist Deutschland? Es gab damals mal von der, ich weiß nicht von welcher Behörde das war, es gab damals mal so ein Promo-Film Du bist Deutschland. Ach so. Und ja, das sollte, ich weiß nicht, sozial irgendwie Stabilität ins Land bringen oder so. Ich weiß nicht, was die damit wirklich bewirken. Wir wollen auch Stabilität bringen. Genau. Und DAF ist ein stabilerer Staat als Deutschland. Sehr schön. Wie ist es dazu gekommen, den Song jetzt Du bist DAF zu nennen? Ja, weil das so ist. Es ist ein Song, der ist ja auch entstanden, so geprägt von unseren Live. Und ich sehe das ja. Ich bin ja DAF, aber die Leute, die im Publikum sind, auch DAF. Das ist ja wirklich die Wahrheit. Da gibt es ja richtige DAFer, wie man sagt. Und das sind auch DAFer. Die sind genauso DAF wie ich. Das ist ja eine Illusion anzunehmen. Also wir sind nicht so drauf, dass wir denken, nur wir beiden, sondern alle, die so an etwas teilhaben, sind das. Genau. Und das gilt für viele andere Lebensbereiche ja auch. Ja. Das ist ja sehr arrogant, wenn man irgendwie denkt,
das bist nur du oder so. Das bist nur du und der andere, der ist ja, aber was ist der? Ist halt einfach nur ein Konsument oder was, oder ein Vampir, der an dir saugt? Nee. Ja? Oder was ist das genau? Ein Moskito oder was ist der Typ? Ja? Ist das nur dein Kunde oder was? So. Ja. Das ist blöd, so zu denken. Und wir denken nicht so. Wir denken, dass alle, die partizipieren, oder das Publikum ist genauso wichtig für eine Show wie du. Ja. Die Atmosphäre, was, das, was die auch geben, die geben ja auch einen Input. Ja. Das haben wir auch schon immer so gesehen. Das haben wir schon immer so gesehen auch. Das ist eine Party, ist eine gemeinsame Party. Und in dem Moment sind alle da. Das ist auch so. Ja. Und auch von rein von unserer. Unserem, also was wir überhaupt als Band auch wollten, ja. Wir wollten schon immer also den Leuten was geben, aber die sollen selber was machen, also selber was draus machen, ja. Das ist ja sozusagen, wir geben denen auch Raum und die werden dann dadurch auch DAF. Also wenn die Leute zum Beispiel, wenn die Leute einfach nur einen Kick gibt, also dass sie zum Beispiel jetzt als Beispiel, dass sie selber nachdenken, zum Beispiel über eine Aussage und dass sie die weiter verformen und so weiter, dann im Grunde genommen sind sie dann in einem DAF-Prozess. Und das war schon immer auch so ein bisschen ein Anliegen von uns. Der gerade dabei ist, der ist auch dann da. Genau. Ja. Du jetzt in dem Moment auch da bist. Ja. Und du auch. So ist das. Wenn wir im Studio sind, die Katze liegt, da ist die Katze da. Also, ich sah auch diese ganze Konzentration in dem Moment auf das, wo wir gerade auch das Gespräch ja begonnen haben, auf das Umfeld und das Miteinander, was euch prägt, was euch zu dem macht, was ihr seid, und gleichzeitig werft ihr dann auch wieder das Konträre rein. Das ja, wir wollen auch, dass die Leute auch konträr werden. Ja, klar. Weil das ein wirklicher Lebensweg auch unsere ist. Unsere Aussagen auch. Das ist eine, das der auch funktioniert. Ja. Das hat auch seinen gewissen Sinn, auch seinen Sinn. Sehr schön. Also es erklärt auch nochmal die Geschichte. Ich muss manchmal, ich habe ja viele Interviews und höre dann auch sehr viel, ah ja, Preise, da liegt uns nichts dran und so. Es gibt immer Sachen, die einen erzählen es und die anderen leben es. Bei euch kann man doch schon sagen, dass ihr es gelebt habt. Ne? Wir leben es. Ja, klar. Also wir haben uns die noch irgendwas gerichtet. Wir sind ja keine. Oder selbst eine Mode oder sowas. Ja. Das haben wir uns ausgesucht. Wir haben das dann gelebt. Ja, genau. Also als wir was weiß ich, in den 80er Jahren uns schwarze Klamotten ausgesucht haben, ja, die haben wir richtig gesucht. Ja, und haben wir sie auch angezogen und sind so rumgelaufen auf der Straße, auch wenn die Leute noch so blöd geguckt haben. Oder so. Aber das, also wir haben das gelebt, richtig. Ja, es war dann nicht nur irgendwie, weil die Mode schon da war, dann haben wir es auch angezogen, sondern nee, wir haben das so gelebt. Wir verstellen uns nicht für den Act oder das. Ja, das ist auch das, wenn... Und auch unsere Änderung, wir haben uns auch manchmal geändert. Ja, auch, das ist dann immer wir auch gelebt, geändert, gelebt. Ja, ihr, auf der Bühne ist das ja auch so eine Geschichte, die ihr einfach... ohne, wie du gerade sagtest, sich zu verändern oder eine Maske aufzusetzen oder einfach nur eine Show zu machen. Ihr lebt das in dem Moment auf der Bühne so aus, wie es auch in den Proben oder so gelebt hat. Ja, das ist auch immer... Wir proben gar nicht mehr. Ja, also es geht einfach so wir weiter. Wir proben vor den Leuten. Wir proben wenn wir ein Konzert machen wollen, abends ist es... Das ist eigentlich genauso, als würde man im Proberaum spielen. Wir proben wir ja nicht. Wir spielen auf dem Amphi, sozusagen. Nee, wir proben das ist also nicht. Immer noch wirklich Punk. Wir machen ja auch immer wieder was anderes. Und das wäre für uns nicht schön, das vorher zu proben oder einzustudieren, was ich genau singe heute. Also das, was du genau ich spielst. Genau spiele. Nee, ich das möchte wieder ein bisschen andere Variationen spielen. Genau, das ist, das kickt uns auch gegenseitig an. Ja. Man mischt die Texte, singt die woanders drauf oder was. Man halt gerade im Groben klingt zwar gleich, es klingt schon im Groben gleich, aber wenn du genauer hinhörst oder schaust, sind da dauernd Variationen drin. Klar. Das ist nie, genau wie auf Platte oder sowas. Man denkt ja, ich singe einen ganz anderen Text jetzt da drauf. Ja, das ist auch das Interessante immer an den Live-Geschichten. Da, habe ich sehr viel Spaß dran. Und sonst wäre das ja, uns gefällt auch Routine halt nicht. Mhm. Dass man immer wieder, es gibt ja Bands, die gehen da 30 Tage hintereinander auf die Bühne und ist immer das Gleiche und bei Takt 48 kommt der Break und das würde uns ganz genau zu Tode langweilen. Das wäre nichts für uns. Also wenn alles zu verplant, ganz genau so, also zu großer Perfektionismus ist nichts für uns. Mhm. Also wenn er geplant ist, wir sind halt anders perfekt. Ja, genau. Wir sind wahrscheinlich perfekt im Ungeraden. Genau. Wir sind ja sehr perfekt. Wahrscheinlich, ja. Ja, klar. Internet für euch, ist es Segen oder Fluch? Gut. Ja, weder Segen noch Fluch. Es ist so wie
Das ist, als wenn man sagen würde, ja, das weiße Papier, ist das gut oder schlecht? Hm. Da kann man was Schlechtes draufschreiben, da kann man was Gutes draufschreiben. Das ist ein Werkzeug, was es gibt und was auch sehr, sehr wichtig ist. Und ich denke, dass das überwiegend Vorteile gebracht hat, enorme Vorteile sogar. Ja. Mir gefällt auch übrigens das, dass so viel Desinformation durch das Internet entstanden ist. Ja. Mir gefällt das ganz gut, wenn ich falsche Sachen lese. Zum Beispiel, was ich vorhin sagte, da steht in Wikipedia, ja, Gabi Delgado ist in Düsseldorf geboren oder so, ja. So, das finde ich gut. Das würde ich nie korrigieren. Weil ich denke, speziell in einer in der Internetwelt ist es eine Illusion, wenn man denkt, man könnte das Image selber kontrollieren. Ja, genau, das kann man dann eh nicht mehr. Und die Welt wirklich, wenn du, der Boros hat mal gesagt, wenn man dann aufsteht und dann geht man schlafen, da hat man von den 500 Informationen, die man durchschnittlich am Tag kriegt, waren 400 Lügen und 100 Wahrheiten. Und so, und genau das reflektiert das Internet ganz gut. Das meiste, was wir kriegen, ist Desinformation. Ja. Egal, ob du Nachrichten anmachst oder auf die Werbeplakate oder gehst ins Supermarkt oder sagst, Herr Trapattoni, bitte zur frische Theke. Hatten Sie schon eine Einspielung irgendwie? Ja? Da war aber kein Trapattoni da und so. Alles ist Lüge. Das ist wirklich wahr. Und das ist auch im Internet so. Und es ist eine Illusion. Es gibt Leute, die verzweifeln daran. Und, nein, ich bin doch gar nicht in Düsseldorf geboren. Ist doch egal. Dann schreib halt dazu, nee, du bist in Bayreuth geboren. Was auch nicht stimmt. Okay. Ja? Gut. Würdet ihr sagen, dass Verschwende deine Jugend heute aktueller ist denn je mit dieser Situation, in der sich momentan alle so auf dem Erdball befinden? Ach, das ist immer aktuell irgendwie. Ja, meine Verschwendung, das ist im Prinzip die Ökonomie der Natur. Alles wird verschwendet. Die Natur macht das so. Das ist ja ein menschlicher Irrtum, zu glauben, man müsste sich aufsparen. Die Blumen, die blühen, um zu verwelken, die Sterne, die erlöschen. Die Natur ist Verschwendung, das Leben ist Verschwendung. So ist das. Alle verschwenden sich. Nur der Mensch denkt, warte mal, ich halte mich mal zurück, dann das ist alles Illusion. Ja, ich fragte das halt eben auch nochmal auf diese Situation 78, in die Bereiche der Anfang der 80er Jahre. Wir hatten damals diesen eisernen Vorhang ja noch. Überall in Deutschland war diese Situation, dass Atomraketen stationiert worden sind. Es sind so viele Menschen auf die Straße gegangen, es war alles sehr unsicher. Die 90er Jahre, die schwammen und schwappten dann so vor sich hin. Da ist irgendwie gar nichts passiert. Und jetzt auf einmal haben wir wieder eine Krise in ganz anderer Form. Und ich fand das, hat mir so gedacht, in dem Moment, dieses Verschwende deine Jugend, musste ich da jetzt nochmal drauf eingehen auch. Na, Krisen machen auf jeden Fall immer, bewirken immer Änderungen. Nach einer Krise ist die Welt immer anders als vorher. Ist egal, auf welche Krisen man das bezieht, ob auf wirtschaftliche Krisen oder Atomkrisen oder Kriege. Danach ist die Welt dann immer ein Stück anders. Das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Bei Robert weiß ich das, du bist Buddhist. Ne? Könnte man so nennen. Ja, ich bin immer sehr vorsichtig mit, weil ich auch eine eigene Vorstellung vom Glauben habe. Kann man dich als Buddhist bezeichnen? Oder? Nee. Das Wort ist komisch irgendwie. Ja. Weil das Wort beinhaltet schon wieder so eine Vorstellung, und die Vorstellung ist falsch. Ja. Deshalb könnte ich jetzt antworten, nee, man kann mich nicht als Buddhist bezeichnen. Okay. Also es wäre dann die korrekte Antwort. Ja. Weil es gibt ja unter Buddhismus, ich würde sogar, also das kann ich ruhig so offen sagen, ja, dass die meisten Leute den Buddhismus ja gar nicht verstehen. Okay. Und wenn man das zum Beispiel weiß, dass die meisten Leute den Buddhismus gar nicht verstehen, also wirklich, ich wüsste tatsächlich auch selbst von den einfachsten, simpelsten Dingen, verdrehen die oder haben wir mal was gehört davon. Es ist ja auch nicht verbreitet hier in unseren Graden. Es ist, glaube ich, mal so ein bisschen bekannt geworden. Ja, dann haben ein paar Leute eine Idee bekommen. In der Esoterik ist er dann gelandet und die haben das irgendwie so für sich dann hingedreht, den Buddhismus. Ja. Aber wie gesagt, es ist da auch wahnsinnig viel Falschinformation im Buddhismus. Und der wird auch teilweise auch sehr falsch gelebt, Buddhismus. Also, ich habe da ziemlich intensiv reingeguckt. Ja. Und wenn man das dann so sieht, dann kann ich ruhig ein gewisses antworten, nee, ich bin kein Buddhist. Okay. Um dann von dieser Glaubensgeschichte, worauf ich hinaus möchte, ich stelle jedem Künstler oder jeder Band auch immer eine bestimmte Frage. Wenn man das als Gott bezeichnen kann, also wenn Gott vor euch stehen würde,
und würde sagen, Mist, ich habe es total verrissen mit der Menschheit. Ich bin auch Duff. Was würdet ihr mir raten? Was hättet ihr als Idee? Also mit Gott habe ich nichts am Hut. Ich glaube nicht an Gott, also das ist für mich also richtig. Ja, okay. Richtig ganz weit ja. vom Tisch. Okay. Das ist für mich gar kein Thema. Gut, alles klar. Wenn Gott raten könnte. Ja. Sehr schön. Was ist als nächstes geplant? Ich weiß, am 30.11.2012 könnt ihr Duff in Düsseldorf in der Zackhalle sehen. Was ist weiterhin geplant? Habt ihr schon irgendwelche Ideen oder lasst ihr jetzt auch wieder kommen? Wir haben angefangen, wir arbeiten. Wir machen ein Album. Aber wie gesagt, wir sind noch in der ersten Phase. Ja. Wir haben 180 Tracks, die wir jetzt sortieren, was wir als nächstes machen wollen. Okay. Also Electronic Backings. Ja. Und da steht am Ende dieses ganzen Prozesses steht ein Album. Was aber so für nächstes Jahr, Frühling oder Herbst, das wissen Frühling wir. Frühling oder Herbst. Ja. Mhm. Wird es auf jeden Fall ein neues Album geben. Jetzt sind wir in dieser ersten Phase, die ja auch viel Spaß macht, wo man eigentlich Material sichtet. Ja. Dann sind und es wird noch mehrere Phasen geben. Also bis hin zur Endproduktion ja. und wir hoffen, dass wir das dieses Jahr schaffen. Also das, wie gesagt, wie Gabi schon sagt, dass es nächstes Jahr rauskommt. Abgeschlossen ist. Ja. Wir bleiben dann auf jeden Fall am Ball, werden darüber fleißig berichten und in diesem Sinne bedanke ich mich jetzt erstmal ganz recht herzlich bei euch zwei für dieses wunderschöne Interview. Dankeschön. Dankeschön. Alles Gute für euch heute. Toi, 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 sagt man. Dankeschön. Auf den Bühnenbrettern dieser Welt. Dankeschön. Danke.